befinde ich mich in Adobe Photoshop bzw. In dem Kamera RAW Modul von Adobe Photoshop. Heute möchte ich dieses Foto hier bearbeiten. Das ist ein Foto, das ich vor ein paar Tagen gemacht habe in meinem kleinen Garten, den ich habe. Und ja, ihr seht, das ist eine kleine Engelsstatue und die möchte ich hier noch ein bisschen besser zur Geltung bringen. Und dafür gehen wir jetzt erstmal hier in die Grundeinstellungen, beziehungsweise habe ich zwei Möglichkeiten, das Ganze zu bearbeiten. Ich habe die Möglichkeit, die Bearbeitungsschritte hier einfach mit diesen Modulen vorzunehmen. Dann wirken sich die Bearbeitungsschritte allerdings auf das ganze Foto aus. Ich möchte das Ganze aber nur auf die Engelsstatue auswirken lassen. Deswegen nehme ich mir hier einen Verlauf, einen kreisförmigen Verlauf, ziehe mir hier den Verlauf dementsprechend auf und passe mir den dann gegebenenfalls, wenn er noch nicht ganz passen sollte, hier mit den Pfeilen noch etwas an und schiebe mir das Ganze hier so zurecht, wie ich es brauche. Und werde jetzt hier mal kurz die vorigen Bearbeitungsschritte zurücknehmen. Jetzt habt ihr gerade schon gesehen, wie das dann ungefähr am Ende aussieht. So, jetzt haben wir das Ganze soweit schon mal vorbereitet. Wir haben jetzt hier unsere runde Maske erzeugt. Das heißt, wir haben den Bereich festgelegt, in der die Maske, also in dem Bereich soll die Maske arbeiten und nur in diesem Bereich. Der Bereich außerhalb der Maske wird jetzt gar nicht mit berücksichtigt, der wird also nicht mit bearbeitet. Und dann können wir jetzt hier erstmal das Ganze ein bisschen in die warmen Farbtöne packen, die Belichtung hochziehen. Genau das gleiche machen wir jetzt mit den Kontrasten, den Lichtern, den Tiefen, den Weißtönen, den Schwarztönen und natürlich auch mit der Struktur, die Klarheit und Dunst entfernen kann auch nicht schaden. Und dann haben wir schon dieses Ergebnis. Wir können jetzt hier natürlich den Farbton nochmal weiter bestimmen. Wir können die Sättigung nochmal ändern. Die Bildschärfe, die Rauschverminderung und sonstige Veränderungen vornehmen. Wir können, falls wir Rand an den Ecken haben, können wir den auch wegnehmen. Das ist also relativ normale und schnelle RAW-Bearbeitung, ziemliche Grundbearbeitung, die ich jetzt hier durchführe. Ich habe jetzt nicht wirklich viel gemacht. Ich habe jetzt hier mir die Regler so zusammengeklickt, wie ich das für richtig halte. Und das ist jetzt das ja, fertige Ergebnis, das ich in wenigen Sekunden erzielt habe. Aber jetzt relativ schnell habe ich es jetzt geschafft, den entsprechenden Bereich hier hervorzuheben. Und dann können wir das Ganze jetzt beispielsweise öffnen in Photoshop, übergeben das also an Photoshop. Dann braucht das Ganze kurz eine Weile. Und dann haben wir das Ganze jetzt in Photoshop. Und dann können wir hier auch weiter mitarbeiten. Das heißt, ich mache davon jetzt kurz eine Kopie. Blende die Originaldatei, die Originalebene blende ich aus. Und wir arbeiten jetzt mit der Kopie. So, jetzt gehe ich zum Beispiel in die Filter, dann nochmal in die Nick Collection und hier dann in Color Effects Pro 4. Da warten wir kurz. Das Ganze muss ja an Nikon, an, an, ach Nikon. An
die Nie Collection übergeben werden. In diesem Fall hat sich jetzt hier auch schon wieder ein Filter aktiviert. Das sieht ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht aus. Ich werde jetzt hier die Spitzlichter noch etwas aufhellen. Die Helligkeit allgemein noch mal etwas hochnehmen. Den Kontrast etwas hochschrauben. Und dann hier auch noch mal die einzelnen Methoden durchgehen, die wir hier haben. Das ist jetzt auch wieder hier dann eine wunderbare Möglichkeit, mit der Nik Collection seine Fotos kreativ zu bearbeiten, einen kreativen Pep reinzuhauen. In diesem Fall möchte ich das aber mit diesem Filter beispielsweise nicht. Ich gehe jetzt hier erstmal in die verschiedenen Filter und schaue, was wir denn hier so haben. Das gefällt mir doch ganz gut. Dann nehmen wir das und dann nehme ich mir hier eine Farbe. Die kann ich mir jetzt hier aus dem Bild einfach herauspicken. Beispielsweise etwas grün in dunkler oder auch eine andere Farbe. Wir haben auch hier die Möglichkeit, hier aus diesem Farbwähler die Farbe zu nehmen. Da haben wir die freie Wahl. Wir können jetzt auch sagen, wir nehmen etwas helleres. Und je nachdem, welche Farbe wir uns hier rauspicken, wird dann das Foto von der Farbe her nochmal angepasst. Dann können wir hier die Stärke noch einstellen. Beispielsweise so. Dann wirkt das Ganze noch ein bisschen blasser. Und dann würde ich gerne noch einen weiteren Filter hinzupacken und beispielsweise den Film FX Vintage Filter nehmen. Finde nämlich, dass der zu diesem Foto ganz gut passt. So, dann haben wir hier nämlich auch noch mal ein paar Einstellungen. Ja, eine dunkle Vignettierung möchte ich jetzt hier nicht haben. Das Ganze soll etwas aufgehellt werden an den Ecken. Körnung, ja, brauche ich jetzt nicht. Die nehmen wir raus. Die Filmstärke, ja, können wir auch ganz, ganz leicht mit einbeziehen hier. Und dann den Filmtyp. Da können wir auch nochmal gucken, was wir da nehmen. Ich finde einen der vorderen schon ziemlich gut. Beispielsweise diesen hier. Das wäre dann der Filmtyp 7. Und dann können wir das Ganze auch wieder zurückgeben an Photoshop. Dann wird das Ganze wieder zurückübergeben. Das dauert kurz. So. Und ja, damit sind wir am Ende des Videos angekommen, beziehungsweise wir sind am Ende der Bearbeitung. Das Ganze ist fertig. Ich danke euch fürs Zusehen. Gerne bis zum nächsten Mal.
entweder gerne auf YouTube oder live, auch gerne auf Twitch. Live jeden Freitag auf Twitch. Ansonsten gibt es montags und mittwochs immer regelmäßig jede Woche ein neues Video auf YouTube. Wie gesagt, ich danke fürs Zusehen. Gerne bis zum nächsten Mal. Ciao.